beraten, sind prädestiniert, endlich eine Änderung in Kärnten herbeizuführen. Super, und jetzt sag uns nur kurz, warum du Berat bist. Ich bin Berat, weil ich Verantwortung habe. Verantwortung gegenüber meinen Kindern, gegenüber meinen Mitarbeitern und gegenüber meinem Umfeld. Und es kann einfach nicht mehr so weitergehen. Ich bin Berat, weil es unbedingt notwendig ist, das Internet und die modernen Technologien in den politischen Alltag einfließen zu lassen. Und außerdem stehe ich eindeutig für Copyright-Erleichterungen und für eine Verbesserung der Nutzerrechte im Copyright-Bereich. Wie gestaltet ihr euren Wahlkampf? Den Wahlkampf eigentlich primär auf die Jugend ausgerichtet. Wir versuchen über YouTube in die Schulen hineinzukommen mit Wettbewerben, mit Stickers, mit Buttons, mit Sprüchen, interaktiv. Wir sind uns nicht ganz klar, wo sie sind, aber ich könnte mir versuchen, wir stellen uns vor, die 16- bis 25-Jährigen gehen zu 90% nicht wählen. Wenn wir die zu einem Drittel überzeugen, uns zu wählen, dann ist schon ein sicheres Mandat drinnen. Das ist also mal unsere Primärzielgruppe. Die Sekundärzielgruppe ist dann die, das haben wir auch schon gesagt, die Freiberufler, die Künstler, die Alternativeren, also die, die eher bereit sind, selber was zu tun, sich zu engagieren. Und natürlich auf die Protestwähler. Aber die Protestwähler kannst du nicht abholen, da kannst du nur sagen, ich bin dagegen, und dann sind sie einfach mit dir oder nicht.